Liebe Weinfreunde, ich freue mich, dass ich euch nun den Riedplätzengraben Riesling 2020 vorstellen darf. Die Riedplätzengraben liegt in Inzersdorf, ist auch eine der höher gelegenen Weinlagen im Traisental. Und hier kommt eigentlich die Verwitterung oder beziehungsweise hier findet man im Boden Verwitterung unseres Konglomeratgesteins, das übrigens Hollenburg-Karlstetten-Formation genannt wird. Und für den Riedplätzengraben werden die Trauben verwendet, wo bereits eine Vorlese stattgefunden hat im Weingarten. Das heißt, wir lesen 50% oder 60% schon mal heraus. Das kommt in den klassischen Riesling. Und für den Riedplätzengraben bleiben die Trauben noch 2, 3, 4 Wochen länger hängen. Je nach Jahr. So, dann verkosten wir mal den Rieslingplätzengraben. Ja, in der Nase schon sehr vielschichtige Aromen. Hier kommt sowohl die Frucht zum Vorschein, als auch wirklich die Herkunft, die Mineralität, so leicht salzige Noten, feine Kräuternoten, eine ganz leichte Würze. Ja, und am Gaumen kommen noch die Zitrusnoten dazu und die Säure tänzelt ganz angenehm auf der Zunge. Leicht teige Anklänge im Abgang. Ja, und die Riedplätzengraben, die bauen wir schon seit einigen Jahren lagenrein aus, eben auch immer die zweite Handlese aus dem Weingarten, weil wir das sehr spannend finden und die Lage auch sehr viel Potenzial hat und wir auch einfach über die Jahre gesehen haben, dass das wirklich eine Top-Lage im Traisental ist und wir jedes Jahr Freude mit dem Wein damit haben. Und ich hoffe, die habt ihr auch.